Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Return One-Way Trip, der Demo. Bisher ist es mega cool, das Spiel, finde ich. So, schauen wir doch mal. Ah, so müde. Mal gucken. Mutter, wird es dort eine Menge Kinder wie mich geben? Was meinst du damit? Werden sie Haarfarben haben wie unsere, Augen wie unsere und unsere Sprache sprechen? Nun, nicht wirklich, wieso? Das ist ja ätzend. Wer bist du? Ich frage mich, wie lange es noch dauert, bis wir dieses Kyoto erreichen. Aha, das ist interessant. Wir sind also in einem Zug, der sich auf dem Weg nach Kyoto befindet. Was ist es denn? Was ist denn mit euch hier los? Mami, warte eine Minute. Was ist denn, Ayumi? Ich weiß, dass ich es hier irgendwo hingelegt hatte. Was sucht sie bloß? Wir hoffen, dass ihnen das Essen mundet. Nichts Interessantes. Okay, ich weiß jetzt nicht genau. Ayumi, hast du die Puppe nun gefunden? Warte, Mami. Ich muss sie hier irgendwo fallen gelassen haben. Okay, beeil dich, ja? Daddy wartet auf der Kabine. Okay, das ist nochmal das Gleiche. Ich dachte, dass man es einfach dann triggert. Ich guck mal, ob ich die Puppe irgendwo finde. Vielleicht liegt die einfach hier irgendwo. Bisher eher nicht. Eine Puppe? Ich habe keine gesehen. Ich mag Puppen. Sehe ich aus wie jemand, der mit Puppen spielt? Ich sehe hier keine Puppe. Wenn schon, dann gab es höchstens einen Ball. Aber nicht meiner. Er traf mein Bein. Ich glaube, ich habe es ziemlich weit weggekickt. Der verdammte Ball hat meinen Schlaf gestört. Ziemlich weit weggekickt? Vielleicht war das ja doch die Puppe. Ich guck mal kurz. Vielleicht hat die Kiste was damit auf sich? Nee. Er sagt das Gleiche wieder. Okay, hier ist immer noch nichts Neues. Dann müssen wir hier genau gucken. Hier muss ja irgendwo was sein. Habe ich trotzdem mein Inventar? Okay, da ist aber nichts passiert. Hier ist auch nichts. Aha. Also, hier ist nichts. Der verdammte Ball. Ich mag Puppen. Eine Puppe? Ich habe keine gesehen. Ah, aber ich habe einen Ball aufgehoben. Einen seltsamen. Jemand hat ein Gesicht darauf gemalt. Es rollte vom vorderen Sitz zu mir, also gab ich ihn dem kleinen Mädchen. Also hast du den Ball doch, also die Puppe. Es ist nicht nur ein Ball, es ist eine einzigartige Puppe. Aber ich finde, sie ist gruselig. Deswegen habe ich sie weggeschmissen. Ach, wo ist sie denn dann jetzt? Ihr seid alle anstrengend. Weißt du noch mal was? Okay, er weiß nur, dass er sie weggekickt hat. So, wo kann der Ball denn sein? Hier ist wieder das Gleiche. Sie suchen nach etwas im Müll. Wie lange haben Sie es schon verloren? Normalerweise tun wir alles in einen anderen Müllcontainer. Warten Sie, ich rufe den Hausmeister, er hat den Schlüssel. Die Puppe auf diesem Bild sieht genauso aus wie die Puppe, die an die Tür gemalt wurde. Vielleicht erhalte ich einen Hinweis, wenn ich mehr über diese Puppe herausfinde. Okay. Dann, okay, zuerst zu Yuta. Ist hier noch was Neues? Nee, okay, wir müssen mehr herausfinden. Etwas mehr über die Puppe. Sicherlich wird irgendwo jetzt was getriggert. Oh, zum Beispiel ein Bild, das plötzlich herunterfällt. Da ist eine Notiz unter dem Porträt. Ich weiß, sie war nett. Also musste ich mir keine Sorgen machen, dass sie sich verloren fühlen würde, wenn ich mit ihrer Puppe spielte. Es ist nur, ich kann nicht anders, als sie aufzuhängen und ihr zu zeigen, wie wunderschön die Welt von oben ist. Ich weiß ganz genau, dass sie nett war. Creepy, sie hat die Puppe aufgehangen, oder wie? Okay, da komme ich immer noch nicht ran. Ah, wenn die Notiz des Kindes korrekt ist, dann sollte der Schlüssel beim Hausmeister sein. Ja, aber wie finden wir den Hausmeister? Hier hatten wir ja schon eigentlich was gefunden. Vielleicht geht ja jetzt eine Tür auf, die vorher nicht aufging.
Oder irgendein Porträt fällt noch runter. Wir schauen hier nochmal. Es hat sich aber nichts verändert, ne? Habe ich noch was Neues? Immer noch nur die Schere. Das hat nichts bewirkt. Okay, und hier ist nur die andere Toilette. Da würde ich auch nicht drauf gehen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also, wo könnten wir noch was herausfinden über die Puppe? Hier ist nichts weiter. Da können wir ja mal kurz die Chance nutzen und nochmal speichern. Okay, dieses Buch enthält auch nichts. Ist hier nochmal was? Ah, der Schlüssel, hier ist er. Ja, geil. Oh, und an der Tür des Schrankes ist auch noch eine ID, also eine Identifikationskarte. Vom Hausmeister. Der ist aber jung. Japan Railway Employee ID. Matsumoto Saeki. Oh, am 11. Mai 1871 geboren. Das ist aber lange her. Okay. Nichts Nützliches mehr drin. So, dann können wir damit ja jetzt die Kiste öffnen. Das wäre wirklich noch geil, wenn wir... Oh, Moment, geht jetzt vielleicht die Flashlight? Also das mit der Flashlight verstehe ich nicht, ne? Irgendwie funktioniert... Oh, da wollte ich gar nicht rein. Irgendwie funktioniert das nicht immer. Aber gut, es ist ja eine Demo, ne? Also das dürfen wir wirklich nicht vergessen. Das ist noch kein fertiges Spiel. So, es ist offen. Eine Puppe erhalten. Es ist lange her, aber sie ist immer noch hier. Immer noch hier. Kein Wunder, dass die Leute dachten, es wäre ein Ball. Sieht ja auch aus wie einer. Vielleicht sollte ich es zurückbringen auf ihre Kabine. Ja, vielleicht müssen wir es einfach jetzt daran hängen. An das Seil. Probieren wir das mal aus. So. Könnte es sein... Eine rundköpfige Puppe hängt nun dort. Ich weiß nicht. Vielleicht muss ich sie jetzt abschneiden? Ich gehe einfach mal raus. Oh, okay. Es wurde was getriggert. Aha, Notiz 02. Ja? Teru Teru Bozu hängt im Garten unter der Decke. Einst gab es 6. Einer senkte sein Seil vielleicht, um sich eine Pause zu gönnen. Einer schnitt es ab und wurde verbrannt. Einer kletterte hinauf. Einer wurde von seinem eigenen Seil erdrosselt. Von wem anders ging das Seil halt kaputt und wer anders wurde von einer Krähe entführt. Sonniger, sonniger Tag. Sonniger, sonniger Tag, morgen auch neue Freunde. Aha, jetzt steht das da auch mit dem Notebook. Aha. Ja, das ist mir jetzt nicht unbedingt klar. Da ist nichts passiert. Ich guck mal kurz. Oh, das Gemälde jetzt. Cool. Huch! Okay. Also. Links der sich erhängt hat. Und dann rechts drehen der irgendwas anderes ist. Ich gucke nochmal hier in das Buch rein. Also. Aber, ach so, hängt das dann von der Stelle ab, wo er gestorben ist, oder? Also wenn es jetzt nur darum geht, wer sich erhängt hat, dann müsste es ja der da in der Mitte sein. One Lord to take a break. Das müsste ja eigentlich der vierte sein. Also viermal nach links, zweimal nach rechts. Viermal nach links, zweimal nach rechts, viermal nach links, zweimal nach rechts, viermal nach links.
War scheinbar nicht richtig. Okay, das könnte jetzt etwas länger dauern. Falls das sehr, sehr lange dauert, mache ich einen kleinen Cut, weil ich möglicherweise auch stiller werde, während ich nachdenke. Das kommt mal vor. So, meine Lieben, da wären wir wieder. Ich habe tatsächlich geschlagene 15 Minuten versucht, dieses Rätsel zu lösen, habe eine Tonne an unterschiedlichen Kombinationen ausprobiert. Es hat nichts funktioniert. Heute ist ein neuer Tag. Ich habe tatsächlich dann erstmal eine Pause gemacht. Ich dachte, vielleicht fällt mir ja noch was ein, aber mir ist nichts eingefallen. Also habe ich jetzt tatsächlich in einem anderen Video nachgeschaut. Und ich kenne zwar jetzt die Lösung, aber verstehen tue ich sie immer noch nicht. Also würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich aufklären würdet. Ich zeige euch jetzt nochmal das Notizbuch und erkläre euch, was die Lösung sein soll. Und zwar links, rechts, links, links, rechts, rechts. Vielleicht könnt ihr mir ja erklären, wieso das die Lösung sein soll. Ich weiß es nicht. Ich habe alles ausprobiert. Leute, die quer liegen, Leute, die gerade stehen, Leute, die aussehen, als wären sie tot oder Leute, die aussehen, als wären sie noch lebendig, Leute, die aus eigenem Anstoß etwas getan haben, Leute, die ein Opfer wurden. Ich weiß auch nicht. Ich habe alles ausprobiert. Egal, es hat nichts funktioniert. Wir geben das jetzt ein und ich hoffe, ihr könnt mich dann aufklären. So, also links, rechts, links, links, rechts, rechts. Die Tür ist aufgegangen. Jutta, ich bin froh, dass es dir gut geht. Wo sind denn die anderen? Warst du bei ihnen? Ju? Oh! Oh, verflixt. Aber ist das jetzt echt gewesen oder hat sie sich... Oh, Saki! Ach, zum Glück. Geht es dir gut? Kannst du stehen? Wieso bin ich hier? Kanal? Ja? Du bist real. Oh, ich bin froh, dass du hier bist. Was tust du hier? Sind alle hier? Nun, wir sind Sen gefolgt, also Katsuki und ich. Sen! Ich sah ihn nach Mitternacht hier entlang gehen. Er meinte, er wäre jeden Moment wieder zurück. Aber er kam nicht zurück. Also folgten wir seiner Spur und es führte uns hierher. Noch haben wir ihn aber nicht gefunden. Deswegen haben wir uns entschieden, uns aufzuteilen. Und ganz überraschend fand ich nun dich hier. Bist du allein? Ich bat Jutta eigentlich, nach dir zu schauen. Jutta, er... War er nicht bei dir? Es gibt einen Ort, den ich mir erst anschauen muss. Ich gehe mit dir. Oh, okay. Oh, wir sind jetzt in Begleitung, wie cool. So, erstmal speichern. Alles klar, das wäre endlich geschafft, dieses riesig ätzende Rätsel. Ich guck mal kurz, was hier an der Seite ist. All diese Ruinen, da fragt man sich, was wohl mit den Leuten geschehen ist, die einst in diesem Zug gefahren sind. Die Steine sammeln sich bis zur Decke. Ach so, wir sind im Tunnel jetzt gerade, alles klar. Ich dachte gerade, welche Decke? Der Himmel hat doch keine Decke. So, okay. Da kommen wir immer noch nicht rein. Sagt sie hier immer noch das Gleiche? Ja. Okay, ich nehme an, das meinte sie, dass sie erst einmal hier nachschauen muss, ob Jutta da tatsächlich noch im Zimmer ist. Das wäre nicht schön. Ich hoffe, dass sie sich das nur eingebildet hat. Oder es nur eine Illusion war. Gibt es hier etwas, das du mir zeigen willst, Saki? Du siehst so bleich aus. Sollen wir zuerst zurück ins Camp gehen? Keine Spur. Von nichts. Nirgendwo. Ist das wirklich geschehen? Ist das jetzt eine Aufforderung gewesen, zuerst ins Camp zu gehen oder nicht? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Oh. Okay. Da haben wir aber eben tatsächlich wieder eine Leiche hängen sehen. Oh, jetzt bin ich auf Toilette, oder? Nee. Na gut, ich probiere das jetzt einmal, ins Camp zurückzugehen. Falls sich das als Irrglaube herausstellen sollte, also als falscher Weg, dann cutte ich es einfach raus. Damit das jetzt nicht so super lang wird und... Ah, doch! Okay. Es klemmt? Wirklich? Letztes Mal ging es noch auf. Etwas
verdeckt das Fenster. Vielleicht Steine von dem Erdbeben von vorhin. Was, ein Erdbeben? Wann ist das denn geschehen? Was? Das ist dir nicht aufgefallen? Das war circa zu der Zeit, als ich dich gefunden habe. Siehst du nicht die ganzen Steine rund um den Tunnel? Die sind von dem Erdbeben. Siehst du die Steine rund um... Ja, okay. Es ist seltsam, dass du es nicht gespürt hast. Ich glaube, es wäre jetzt am besten, wenn wir Katsuki treffen. Er befindet sich im Schlafraum. Im Schlafraum? Okay. Es ist dunkel draußen. Na gut. Huch, die Hand ist ja auch weg. Oder? Oder war das gar nicht das? Ach, das war ein anderes Handbuch, ne? Sorry, das habe ich jetzt verwechselt. Ich gehe einfach mal weiter. Wir können ja hier nochmal speichern. Ihr wisst, ich speichere immer sehr gerne. Speichern ist eine meiner Leidenschaften. Okay, die Hand ist trotzdem da. Im Schlafraum. Hier ist das. Das war zu, ne? Geht nicht auf. Hier ist halt auch nichts. Oh, die Tapete ist heruntergerissen. Jetzt, wo ich genauer schaue, befindet sich da ein Riss in der Wand. Ich brauche ein hartes Objekt, um es aufzuhebeln. Ja, ich habe leider nur das. Okay, das bewirkt leider nichts. Okay, da fehlt der Türknauf immer noch. Ja, aber wo ist denn... Ach so, vielleicht ist das ja draußen. Okay, also dann gehen wir jetzt mal raus. Weil die Tür hier hinten geht ja auch nicht auf. Okay. Dann schauen wir mal. Ja, da oben vielleicht? Oder... Ah, hier geht's auch rein. Okay. Die sammeln sich wieder bis zur Decke. Der Wind rauscht durch die Lücken und sorgt dafür, dass er leise pfeift. Sowas in der Art. Alte Zugruinen. Die sind außerdem von Moos bedeckt. Besser nach den anderen suchen. Okay. Aha. Was ist das denn? Hier sind Handtücher. Hauptsächlich leer, aber da ist noch ein sauberes Handtuch. Okay, cool. Mal gucken, wozu das gut sein wird. Ich bin mir nicht sicher, ob es in Ordnung ist, durch diese Tür durchzuschauen. Ja, ist kein Problem, würde ich sagen. Aber okay, dann halt nicht. Kann von außen nicht geöffnet werden. Das geht auch nicht. Hier kann ich auch nichts machen. Da, der hinterste Raum. Warte. Kanal wartet auf mich. Na gut, ich komme dir erst mal hinterher. Oh, wieder ein Erdbeben. Oh, Saki! Oh, Kanal, ey! Saki, lass nicht los! Oh, oh! Ich weiß nicht, ob das geklappt hat. Ich wusste nicht genau, welche Tasten ich jetzt am besten drücken soll. Ah, geschafft. Zum Glück. Danke. Kanal. Was war das denn? Es war doch noch alles in Ordnung vor einer Minute. Bist du irgendwo verletzt, Saki? Mir geht es gut. Wie sieht's bei dir aus? So gut wie neu. Aber was ist mit diesem Loch? Das ist ja endlos. Bis ganz in die Unendlichkeit. Wir müssen hier weg. Ja, da stimme ich dir zu, aber wir müssen hier mal nachgucken. Katsu? Wo ist er? Lass uns einfach hier warten. Lass uns einfach hier warten. Puh. Wir sollten uns besser ausruhen, während wir auf Kasu warten. Hä? Hey, Kanae, du zitterst. Du hast mich erwischt. Und ich soll doch eigentlich die Starke sein. Tut mir leid. Nein, warum denkst du das denn? Ach, das kommt einfach so, schätze ich. Ich war niemals alleine. Ich war immer umzingelt, also umgeben von Leuten. Sie haben immer zu mir aufgeblickt. Sie waren von mir abhängig. Erinnerst du dich, als wir uns das erste Mal trafen? Es war Sen, der mich bat, dich anzusprechen. Sen war das? Ich hatte keine Ahnung. Er hat es dir nie erzählt, ha? Huh? Dieser Typ,
Er war sehr vorsichtig dabei, sich dir anzunähern. Nun, ich denke, ich würde dasselbe tun, wenn ich ein Mädchen wie dich sehen würde. Die ihre ganze Zeit damit verbringt, alleine am Fluss zu sitzen. Ich beneide dich. Wo wir gerade davon sprechen. Saki, du warst damals sehr viel allein, nicht wahr? Hast du nicht Angst? Ach so, damals, also gerade eben, meint sie eigentlich. An deiner Stelle wäre ich schon zusammengebrochen. Kanal, es ist okay. Wir werden das schon schaffen, gemeinsam. Ja. Oh, wird es nicht irgendwie immer kälter hier drin? Hä? Huh? Eine metallische Kette mit einem bronzenen Anhänger befindet sich auf der Oberfläche des Bettes. Das gehört Sen. Hä? Du hast recht. Also war er schon mal hier. Aber warum hat er es hier gelassen? Ist ihm etwas zugestoßen? Ich bin mir da nicht so sicher, aber hoffen wir einfach auf das Beste. Ich schätze, das ist alles, was wir momentan tun können. Was ist das, Saki? Nein, es ist nur... Die Kette, sie brennt plötzlich in meiner Hand. Was meinst du damit? Huch! Wir wurden irgendwie so weggeschossen. Kanai! Kanai! Saki, hörst du mich? Ja, Kanai, was ist da drin geschehen? Ich bin mir nicht sicher, aber da war eine Art Geist, richtig? Aber jetzt ist er nirgendwo. Aber diese Tür, sie gibt nicht mehr nach. Das war nicht normal. Du solltest vorsichtig sein, Saki. Gab es irgendetwas Unübliches, Ungewöhnliches auf deiner Seite? Da ist ein Foto. Schau mal. Sieht aus wie der Geist von zuvor, wenn ich mich recht erinnere. Wenn es noch irgendetwas gibt, wobei ich dir helfen kann, sag es mir. Ich warte hier. Sie hat ja auch keine große andere Wahl. Eine Rose. Okay, eine Rose erhalten. Was ist das? Ein Holzbrett befindet sich auf dem Boden. Ach, das können wir zum Aufhebeln verwenden. Hier geht's leider nicht weiter. Ich hol dich da raus. Bitte warte noch ein wenig. Es ist okay, ich vertraue dir. Ich würde ihr auch vertrauen. Sie ist wirklich vertrauenswürdig. Ach so. Nee, dafür ist das. Von unten hört man ein Knurren? Mein Kopf tut weh. Okay, dann ist das hier hierfür. Was? Ach, da ist es. Ich hoffe, das reicht aus. Ich guck lieber nicht hinab. Ach so, jetzt hat's geklappt. Ah, hier kommen wir jetzt auch rein. Aber ich glaube, ich speichere jetzt erstmal meine Lieben und dann mache ich einen kleinen Cut. Und dann schauen wir mal. Aber schade, dass ich das Brett nicht mehr habe. Das wäre... Was war das? Hä? Ist da jemand? Offensichtlich. Ach, das war ein Husten. Ich glaube, das Husten kam von hier. Ein leises Husten ist hinter der Tür zu vernehmen. Es tut weh. Medizin, bitte. Ah, okay. Wahrscheinlich können wir gar nicht rein. Ohne die Medizin. Hii, was ist denn hier los? Was war das? Hilfe, wir haben einiges zu tun in der nächsten Folge. Ich freue mich schon mega darauf. Also ihr Lieben, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.